Wir hatten letztes Mal einiges besprochen, was den meisten von Ihnen wahrscheinlich schon bekannt sein wird. Heute wird sich das bereits ändern. Das heißt, ich bitte Sie, dass Sie nicht sich denken, das heute ist sowieso noch uninteressant, da tue ich lieber Internet surfen oder so irgendetwas, sondern es zahlt sich aus, das aktiv zu verfolgen. Weil es kommen heute bereits Schreibweisen, die Ihnen bis jetzt höchstwahrscheinlich noch nicht bekannt waren. Wir beginnen heute mit dem Kapitel 4 dieser Vorlesung, Inhalt und Winkel. Also wir werden über Inhalte sprechen und den Inhalt eines Parallelotops. Was versteht man unter einem Parallelotop aus mehreren Vektoren? Das kann man am besten sich dadurch vorstellen, dass man mit einfachen Parallelotopen beginnt. Wenn man zwei Vektoren betrachtet zum Beispiel, dann spannen diese beiden Vektoren ein Parallelogramm auf. Und der Inhalt dieses Parallelogramms ist der Flächeninhalt. Das ist dann ein Zwei-Parallelotop. Wenn Sie drei Vektoren nehmen, die irgendwie schief zueinander liegen, dann spannen die ein sogenanntes, schwer aussprechbares Parallelepiped auf. Das ist ein schief verzogener Quader, wo halt noch jeder Vektor spannt das auf und insgesamt bildet sich daraus so ein schiefer Quader. Wenn die Vektoren alle senkrecht aufeinander sind, dann ist es ein richtiger Quader mit rechten Winkeln. Das ist dann das Parallelepiped, ein Dreierparallelotop. Und das lässt sich natürlich dann nach beliebigen größeren Anzahlen von Vektoren erweitern. Und generell sprechen wir also von einem P-Parallelotop, wenn man P-Vektoren betrachtet. Also definieren wir uns gleich für das Weitere das Volumen oder sagen wir lieber den Inhalt eines von den Vektoren A1 bis AP aufgespannten Parallelotops. Eines Parallelotops aus den Vektoren A1-Pfeil, A2-Pfeil bis AP-Pfeil. P solche Vektoren. Und da schreibe ich Ihnen diese Definition jetzt einmal auf und Sie werden sich wahrscheinlich dann denken, und wer sagt, dass das sinnvoll ist? Dem werden wir gleich anschließend nachgehen. Ich nenne das ein VP. Und das definieren wir als die positive Wurzel aus, den Betrag von, damit ja nichts Komplexes vorkommt, die Determinante aus einer Matrix, die aus allen Skalarprodukten dieser P-Vektoren besteht. AI-Pfeil, Skalar mit AJ-Pfeil. Das nennen wir also den Inhalt dieses Parallelotops aus diesen P-Vektoren. Damit Sie sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen können, schreibe ich Ihnen das insbesondere auf, ausführlich für drei Vektoren. Und diese drei Vektoren, damit es sich leichter schreiben lässt, nenne ich jetzt nicht A1, A2, A3, sondern A-Pfeil, B-Pfeil und C-Pfeil. Solange es nur so wenige ist, gehen uns ja die Buchstaben noch nicht aus. Da können wir ja ruhig mit Buchstaben arbeiten. Und dieser
Dreierinhalt für diese drei Vektoren lässt sich also schreiben als die Wurzel aus, den Betrag von der Determinante einer 3 mal 3 Matrix. Das ist dann A Skalar mit A-Pfeil, A Skalar mit B-Pfeil, A-Pfeil Skalar mit C-Pfeil, dann B Skalar mit A, B Skalar mit B, B Skalar mit C und letztlich C Skalar mit A, C Skalar mit B und C Skalar mit C. Sie können dieser Matrix gleich ansehen natürlich, dass sie symmetrisch ist, weil A mal B ist gleich B mal A, A mal C ist gleich C mal A. Und sie hat so Diagonalelemente A Quadrat, B Quadrat und C Quadrat. Und diese Matrix kann man sich ausrechnen, wenn man die drei Vektoren vorliegen hat und das Skalarprodukt bekannt ist. Und dann kann man die Determinante davon bilden, so wie wir das letztes Mal besprochen hatten, den Betrag und die Wurzel draußen, das liefert diesen Dreierinhalt dieser drei Vektoren. Dazu definieren wir uns noch was weiteres, geometrisches, damit man wirklich alles vollständig hat, was man braucht. Und zwar, wir definieren uns den Winkel. Zweier Vektoren A-Pfeil und B-Pfeil. Und das definieren wir über den Kosinus. Und da schreiben wir also auf, der Kosinus des Winkels zwischen den Vektoren A und B, der ist definiert als einerseits im Zähler das Skalarprodukt A mal B und im Nenner Wurzel aus A-Pfeil-Quadrat mal Wurzel aus B-Pfeil-Quadrat. Immer die positiven Wurzeln. So ist also der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren A und B definiert. Jetzt einmal unabhängig von jeder unmittelbaren Anschauung. Genauso wie das eine rein formale Definition ist. Und wir wollen aber jetzt natürlich schauen, ob das mit der geometrischen Veranschaulichung, auf der wir ja den Vektorbegriff letztes Mal aufgebaut hatten, auch übereinstimmt. Und da schauen wir uns zunächst einmal Spezialfälle an. Das ist immer ganz günstig, wenn man etwas noch nicht so richtig überblickt und das ist relativ allgemein gegeben, wie da für Pesovektoren, dann nehmen wir heute zunächst einmal nur einen einzelnen Vektor her. Also Inhalte spezieller Parallelotope. Und das einfachste ist ein 1-Parallelotop. Nur einen Vektor betrachtet man. P gleich 1. Und da geht es also dann um die Länge eines Vektors. Länge eines Vektors. Das ist der Fall P gleich 1. Der Inhalt des 1-Parallelotops ist die Länge des Vektors. Das ist ein etwas degeneriertes Parallelotop. Das ist nur der eine Vektor und der hat halt eine Länge. Und das ist der Inhalt dieses 1-Parallelotops. Ja, aber das kann man sich natürlich sofort überlegen, wie das da ist. Wir bezeichnen diese Länge mit Betrag A-Pfeil und das ist also dieser 1-Inhalt sozusagen.
Und das braucht man ja dann nur entsprechend abschreiben. Die Wurzel aus, den Betrag von, und da steht dann die Determinante von nur dem Vektor a mit sich. Das ist keine Matrix, sondern nur eine Zahl. A mal a steht nur dort. Mehr gibt's dann gar nicht. Das alles kommt nicht vor. Und da definiert man sich dazu, die Determinante einer einzelnen Zahl ist die Zahl. Das ist also alles recht degeneriert. Also, was da drinnen bleibt, ist dann A-Pfeil skalar mit A-Pfeil. Und das schreibt man natürlich auch, damit sich's einfach schreiben lässt, als A-Pfeil Quadrat. Also so kann man die Länge eines Vektors ausrechnen. Das ist schon eine wichtige Sache. Die Länge eines Vektors kriegt man dadurch, dass man den Vektor skalar mit sich selbst multipliziert. Dann hat man a Quadrat und dann bildet man die Wurzel draus. Dann hat man die Länge des Vektors. Und wir machen noch eine Bezeichnung. Vektoren mit Länge 1 sind Einheitsvektoren. Nun ist es soweit, dass man sich schon konkret anschauen kann, was das für eine Bedeutung hat im Zusammenhang mit dieser Winkeldefinition. Wir können nämlich jetzt entsprechend der Winkeldefinition uns diese Gleichung hernehmen, also gemäß Winkeldefinition, diese Gleichung hernehmen und das Skalarprodukt da herausrechnen. Und Sie kriegen dann dementsprechend, dass das Skalarprodukt A Skalar mit B gleich ist, die Wurzel aus A Quadrat mal der Wurzel aus B Quadrat mal dem Kosinus. Und die Wurzel aus A Quadrat ist aber der Betrag von A. So haben wir das gerade jetzt erhalten. Betrag von a, dann die Wurzel aus b Quadrat ist der Betrag von b, die Länge von b, und dann multipliziert mit dem Kosinus des Winkels der Vektoren a und b. Das ergibt sich aus dieser Definition des Winkels. Und Sie sehen daraus jetzt, dass man hier bereits eine Übereinstimmung mit der anschaulichen Definition, die wir das letzte Mal als Basis genommen haben, erhält, weil das hier ist die Länge von A-Pfeil und das hier ist, wenn man sich das so aufzeichnet, da ist A-Pfeil, da ist B-Pfeil. Die Länge von B mal dem Kosinus dieses Winkels, das ist ein rechter Winkel, dann ist diese Länge von B mal dem Kosinus des Winkels die Länge der Normalprojektion von B auf A. Denn die Länge von B mal dem Kosinus dieses eingeschlossenen Winkels ist gerade diese Strecke. Und das ist die Länge der Normalprojektion von B auf A. So haben wir Länge des Vektors A mal Länge der Normalprojektion von B auf A. Und das ist genau das, wie wir letztes Mal vor einer Woche das Skalarprodukt anschaulich bestimmt haben. Also stimmen diese Dinge, die wir da jetzt entsprechend aus diesen Grunddefinitionen uns abgeleitet haben, mit der Anschauung überein.
Stimmung mit geometrischer Veranschaulichung. Also das gilt für den Fall P gleich 1. Naja, jetzt schauen wir uns aber den Fall P gleich 2 an. Das soll ja dann immer noch stimmen. Jetzt hatten wir ja zunächst die Länge eines Vektors, P gleich 1. Jetzt schauen wir uns die Fläche eines Parallelogramms an. Ein Parallelogramm, das ist ein Zweierparallelotop. Und der Inhalt eines Zweiparallelotops ist der Flächeninhalt des Parallelogramms. Also werden wir schauen, was dabei herauskommt. Jetzt müssen wir diese Definition des Inhaltes schon etwas genauer betrachten. Bei nur einem Vektor hatten wir ja nicht wirklich eine Matrix da drinnen stehen, sondern eben eine 1x1-Matrix. Na, jede Zahl kann man als 1x1-Matrix auffassen. Und dementsprechend war das sehr einfach. Jetzt mit P gleich 2 steht da schon etwas. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Und damit wir da nicht ständig die Wurzeln mitführen müssen, rechne ich jetzt das V2 zum Quadrat und lasse hier die Wurzel weg. Am Schluss kommt das dann schon entsprechend heraus. Also, wir nehmen V2 zum Quadrat. Und da haben wir zwar einen Betrag, aber die Wurzel können wir jetzt weglassen. Und das ist also der Betrag der Determinante einer Matrix. Und da nehmen wir also an, die zwei Vektoren sind A und B. Zwei Vektoren, so ähnlich wie da, A und B. Also haben wir dann ähnlich, wie wir es dort für den Fall für drei Vektoren gehabt haben, jetzt A mal A, A mal B, B mal A und B mal B. Diese Determinante, um die geht es jetzt. Naja, und wir wissen ja, wie man so Determinanten bestimmt. Bei einer so einer Zweierdeterminante, da gehen die da plus herunter und die da minus herunter. Und wir erhalten, das ist gleich der Betrag von A mal A multipliziert mit B mal B minus, und dann haben wir A mal B mal B mal A. Nur nachdem das ja kommutativ ist, ist das dasselbe, also kriegen wir A mal B zum Quadrat. So sieht es aus. Nur wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, das ist ja A Pfeilquadrat, das ist B Pfeilquadrat und da steht A mal B zum Quadrat. Da würde man doch meinen, das ist A Pfeilquadrat mal B Pfeilquadrat. Und so haben wir A Pfeilquadrat B Pfeilquadrat minus A Pfeilquadrat B Pfeilquadrat kommt 0 heraus. Das ist natürlich sehr unerfreulich, wenn da stets 0 herauskommen würde. Aber das zeigt eben nur, und das ist auch ein Grund, warum ich das mit Ihnen so durchgehe, dass man bei den Vektoren aufpassen muss. Die sind halt nicht immer in allem so wie die reellen Zahlen. Und auch in dem Fall. Man muss aufpassen, was man da also rechnet. Insbesondere hier können wir uns auf diese wichtige Beziehung hier beziehen, dass das Skalarprodukt zweier Vektoren sich darstellen lässt als das Produkt der Beträge mal dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels.
Also dieses a mal b ist Betrag a mal Betrag b mal dem Kosinus. Und das zum Quadrat ist dann Betrag a zum Quadrat mal Betrag b zum Quadrat mal dem Kosinus Quadrat. So dass wir da jetzt erhalten, das a Pfeil Quadrat, das ist ja der Betrag von a zum Quadrat. Also haben wir hier da drinnen in dem den Betrag von a zum Quadrat mal den Betrag von b zum Quadrat. Und jetzt kommt dann minus Betrag a Quadrat, Betrag b Quadrat mal dem Kosinus Quadrat. Da können wir aber da gleich herausheben und schreiben 1 minus Kosinus Quadrat dieses Winkels der Vektoren a und b. Da habe ich einfach herausgehoben. Betrag a Quadrat, b Quadrat, b Quadrat mal 1 minus Betrag a Quadrat, Betrag b Quadrat mal den Kosinus Quadrat, was sich dort durch die Quadrierung ergibt. Naja. Und jetzt kündigt sich schon an, wohin das läuft. Denn man kann jetzt natürlich diese Beträge herausziehen aus dem Ganzen und kriegt also den Betrag von a zum Quadrat mal den Betrag von b zum Quadrat mal und 1 minus Cosinus Quadrat ist Ihnen ja allen bekannt, ist der Sinus Quadrat mal Sinus Quadrat des Winkels der Vektoren a und b. Naja, wenn das aber jetzt das V2 zum Quadrat ist, dann ist das V2 einfach überall die Wurzel gezogen und Beträge genommen. Also, das V2 ergibt sich damit als Betrag von A mal Betrag von B mal den Betrag von Sinus dieses Winkels. Na, ist das jetzt richtig? Passt das? Na, dazu wollen wir uns das noch einmal aufzeichnen, wie das ausschaut. Jetzt halt im Hinblick auf diesen Flächeninhalt. Da haben wir da den Vektor a, den Vektor b. Da legen wir uns gleich wieder da so eine Normale her. Das ist der Winkel. Und jetzt steht da die Länge von a, das ist diese Grundlinie eines solchen Parallelogramms, das von den beiden Vektoren a und b aufgespannt wird, denn um das geht es ja, Fläche eines Parallelogramms, das ist ein Zweiparallelotop der Vektoren a und b und der Inhalt ist der Flächeninhalt. Also haben wir dieses Parallelogramm, das ist die Grundlinie dieses Parallelogramms und dann haben wir ein b mal Sinus dieses Winkels. Na, das ist also die Grundlinie. Und b mal Sinus ist das, das ist die Höhe. Und wie Sie sicher wissen, die Fläche eines Parallelogramms lässt sich als Grundlinie mal Höhe berechnen. Siehe da. Es passt, sehr erfreulich. Und wir sind direkt aus dieser Determinantendefinition da hierher gekommen. Das ist also doch einigermaßen bereits beruhigend, wenn man sich das anschaut. Jetzt könnten wir natürlich noch Zeit verbringen damit, dass man also das auch für drei Vektoren zeigt. Da hat man da zwei Vektoren, dann einen dritten so schief heraus, da muss man alle möglichen Winkel betrachten. Und ich kann nur sagen, man kann zeigen, dass es auch dann gilt. Und dann können Sie natürlich fragen, wie es mit vier Vektoren ist. Das entzieht sich bereits unserer anschaulichen Betrachtung. Und da nimmt man dann am besten diesen Inhaltsbegriff als Definition eines Inhaltes, eines höheren Parallelotops an. Aber das wird uns nicht weiter bekümmern. Also, man zeigt dann, stimmt auch für
drei Vektoren. Mit der Anschauung überein. Und im Übrigen, wenn man diese Formel dann eben anwenden kann für drei Vektoren, indem man da solche drei Vektoren einsetzt, so wie ich es hier aufgeschrieben habe, erleichtert sich die Berechnung eines solchen Parallelotop-Volumens. In dem Fall ist es ein Dreier-Parallelotop, das ist ein Parallelepiped. Ganz erheblich gegenüber dem, wenn man sich das alles so geometrisch überlegen muss mit den Höhen und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Und das kann man also mit dieser Formel hier dann sehr leicht ermitteln. Also Sie haben damit eine Methode in der Hand, wie man also leicht die Volumen, ganz allgemein die Inhalte von Parallelotopen ausrechnen kann. Insbesondere gleich ist also bei der Gelegenheit hier abgefallen der Begriff der Länge eines Vektors als Wurzel aus dem Vektor multipliziert mit sich selbst und der Winkel, der dann eben, wenn man den so definiert, zu dieser wichtigen Relation, einer berühmten Relation für das Skalarprodukt geführt hat. Bitte. Also ist diese Inhaltsformel, das ist also eine Maßfunktion, Das ist eine Maßfunktion. Und für verschiedene Parallelotope hat man unterschiedliche Maße. Ein 1-Parallelotop, da ist das Maß die Länge. Das 2-Parallelotop, da ist das Maß die Fläche. Bei einem 3-Parallelotop ist das Maß das Volumen. Und höhere anschauliche Maße können wir uns nicht anschaulich vorstellen. Im nächsten Kapitel wollen wir jetzt beginnen, uns über Vektorbasen und Komponenten zu unterhalten. Alles, was man ohne Einführung von Komponenten machen kann, und wenn Sie sich da anschauen, da kommen eigentlich nirgends Komponenten von Vektoren vor, haben wir jetzt im Wesentlichen ausgereizt. Und wir werden jetzt beginnen, über Vektorbasen und Komponenten zu sprechen. Im Kapitel 5. Und da möchte ich eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar möchte ich den Begriff der linearen Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von mehreren Vektoren mit Ihnen kurz besprechen. Vielleicht kennen Sie das schon aus der Algebra. Wenn nicht, dann hören Sie es jetzt hier. Wir definieren, was es heißt, dass n-Vektoren linear abhängig sind. Linear abhängig, falls es eine Relation gibt, oder falls es, sagen wir so, falls es Zahlen Alpha 1, Alpha 2 bis Alpha n gibt, die nicht alle gleich 0 sind, ungleich dem 0-Tupel. Also mindestens eine muss ungleich 0 sein, sodass es eine verschwindende lineare Relation gibt. Alpha 1 mal A1-Pfeil plus Alpha 2 A2-Pfeil plus Alpha n AN-Pfeil ist gleich dem Nullvektor.
Wenn alle Alpha-Faktoren da hier null sind, ist das ja eine Trivialität. Aber es soll Zahlen Alpha 1 bis Alpha n geben, die nicht alle gleich null sind, so dass diese Relation möglich ist. Und andernfalls wenn das nicht möglich ist, wenn es keine solchen Zahlen gibt, dann sind die Vektoren linear unabhängig. Das ist halt eine der Definitionen, wo man sich vielleicht zunächst einmal nicht besonders viel darunter vorstellen kann. Und deren Bedeutung man am besten dadurch etwas erforscht, indem man eben einfache Spezialfälle betrachtet. Zum Beispiel, indem wir einfach zwei Vektoren betrachten. Zwei Vektoren A und B. Das ist ein Beispiel. Also, wir haben hier dann nicht n Vektoren, sondern nur zwei Vektoren. Und die nennen wir A und B. Also, wenn diese beiden Vektoren linear abhängig sind, dann muss es Zahlen Alpha und Beta geben. Also, nehmen wir einmal an, sie sind linear abhängig. Wir betrachten die Relation Alpha mal A-Pfeil plus Beta mal B-Pfeil ist gleich der Nullvektor. Das entspricht dieser Relation für zwei Vektoren. Ein Koeffizient mal A plus der zweite mal B ist gleich dem Nullvektor. Diese Relation betrachten wir. Wenn die Vektoren linear abhängig sind, dann ist es zumindest, muss es diese Relation möglich sein, so dass zumindest einer dieser Koeffizienten ungleich Null ist. Und ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass das Beta ungleich Null ist. Und dann können wir durch Beta durchdividieren und kriegen dann, dass, wenn man da durchdividiert, das B-Pfeil gleich ist minus Alpha durch Beta mal A-Pfeil. Ja? Also wenn Beta ungleich Null ist, dividiere ich die Gleichung durch Beta durch. Und auf Alpha durch Beta mal A plus B ist gleich Null oder B ist gleich minus Alpha durch Beta mal A. Und was Sie daraus sehen, dass A und B parallel zueinander sind. Also wir haben da den Vektor A und den Vektor B. Zwei Vektoren, die linear abhängig sind, sind zueinander parallel, weil der eine mit einem über einen Faktor Produkt mit einem Skalar mit dem anderen zusammenhängt. Naja, und wenn sie linear unabhängig sind, dann sind sie eben nicht parallel zueinander. Das heißt, dann hat man die Situation, dass da ein Vektor A-Pfeil ist und da der Vektor B-Pfeil. Und diese Relation kriegen Sie nur hin, wenn Sie brutal beide Koeffizienten Alpha und Beta gleich Null setzen. Sonst geht das nicht. Dann ist es also, das ist dann der Fall, wenn die beiden linear unabhängig sind. Fragen dazu? Verständlich? Okay. Dann machen wir noch geschwind auch den Fall von drei Vektoren.
Die Relation, um die es jetzt geht, ist Alpha mal A-Pfeil plus Beta mal B-Pfeil plus Gamma mal C-Pfeil ist gleich dem Nullvektor. Und falls linear abhängig, dann wieder ohne Beschränkung der Allgemeinheit sagen wir heute, das Gamma wird ungleich 0 sein. Na, und da können wir daher dann durch Gamma durchdividieren und kriegen Alpha durch Gamma mal A plus Beta durch Gamma mal B plus C ist gleich 0 oder C ist gleich minus Alpha durch Gamma mal A plus minus Beta durch Gamma mal B und das C wird also durch A und B aufgespannt. In dem Fall haben Sie also hier ein A, ein B und das C ist irgendein Faktor mal A plus ein anderer mal B, das wird etwa so in der von A und B aufgespannten Ebene drinnen liegen. Während hier bei zwei Vektoren man sagen konnte, wenn sie linear abhängig sind, sind sie parallel. Können wir hier erkennen, bei drei Vektoren, wenn sie linear abhängig sind, sind sie koplanar, liegen in einer Ebene, nämlich der Tafelebene. Naja, und falls linear unabhängig, dann sind sie eben nicht koplanar. Dann hat man zum Beispiel da den Vektor A, jetzt räumlich gesehen, da so den Vektor B und da so in den Raum hinaus den Vektor C. Die sind jetzt nicht koplanar. Und dann natürlich haben sie wieder die Situation, dass sie diese Relation hier nur zustande bringen, wenn alle drei Koeffizienten 0 sind, nur auf die brutale bzw. halt die triviale Form und das ist dann der Fall für die Linearunabhängigkeit. Also ich glaube, Sie können sich schon vorstellen, was mit dieser Definition gemeint ist. Die lässt sich natürlich allgemein für n Vektoren aufschreiben, so wie ich es dort anfänglich gemacht habe, aber wir wollen sie also insbesondere für zwei bzw. drei Vektoren betrachten. Und jetzt kann ich im Anschluss daran, und das wird dann für längere Zeit die letzte Definition sein, also Sie können schon beruhigt sein, das geht jetzt nicht so ewig dahin mit diesen Definitionen. Das hier soll ja keine Mathematikvorlesung sein, sondern eine Vorlesung, wo Sie relativ schnell zu unmittelbar anwendbaren Werkzeugen kommen. Womit ich jetzt den Umkehrschluss sofort vermeiden möchte, dass Mathematikvorlesungen nicht anwendbar sind. Aber es geht ja hier um einen schnellen und nicht besonders akkuraten Zugang zu einem Werkzeug, das Ihnen in weiterer Folge sehr hilfreich sein wird. Und wenn Sie sich's genauer und akkurater anschauen wollen, steht Ihnen natürlich die Differentialgeometrie, die Theorie der differenzierbaren Mannigfaltigkeiten jederzeit offen, sich das genauer anzuschauen. Also, eine Definition, die schreibe ich jetzt nicht auf, die sage ich Ihnen, aber ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich's aufschreiben. Wir verstehen unter einem Vektorraum, dass er n-dimensional ist, wenn je... Nein, ich schreibe es doch auf. N-dimensional. Es gibt je n-linear unabhängige
n linear unabhängige Vektoren. Aber je n plus 1 Vektoren sind stets linear abhängig. Also, wenn ein Vektorraum n-dimensional ist, dann gibt es n Vektoren in diesem Vektorraum, die linear unabhängig sind. Wenn Sie aber irgendwelche n plus 1 Vektoren zusammenfassen, dann werden die stets linear abhängig sein. Und das kann man sich jetzt wieder gut veranschaulichen für den Fall n gleich 2 und n gleich 3. Also nehmen wir an, zweidimensional. Es gibt je 2 linear unabhängige Vektoren. Je 3 sind stets linear abhängig. Der zweidimensionale Raum unserer Anschauung ist da die Tafelebene. Und es gibt je 2 linear unabhängige Vektoren. Falls 2 Vektoren linear unabhängig sind, dann liegen sie so in dieser Ebene. Aber je 3 Vektoren sind stets linear abhängig. Das heißt, je 3 Vektoren sind dann immer komplanar. Die 3 sind linear abhängig. Je 2 können, wenn sie richtig gewählt werden, es gibt natürlich auch 2, die linear abhängig sind, aber es gibt bis zu 2, die linear unabhängig sind. Aber wenn Sie 3 nehmen, werden die immer linear abhängig sein, egal welche 3 Sie nehmen. Damit liegen alle Vektoren in einer Ebene. Und für den Fall n gleich 3 können Sie sich das auch überlegen. Für den Fall n gleich 3 ist es also so, dass wir haben, es gibt 3 linear unabhängige Vektoren. Das sind diese 3, die einen Raum aufspannen. Aber je 4 Vektoren, die dann von dem wieder aufgespannt werden könnten, da so heraus. Ein vierter. Je 4 sind dann linear abhängig, weil sich dann diese 3 plus der wieder so zusammenfügen lassen zu einer nicht trivialen linearen Kombination. Also, und mehr als 3 Dimensionen kann man sich anschaulich sowieso nicht vorstellen. Damit stimmt dieser Definitionsbegriff jedenfalls mit unserer Anschauung überein. Naja, und jetzt, wo wir diese Definition auch noch zur Verfügung haben, jetzt ist der Weg offen, dass wir uns anschauen, wie man nun in einem n-dimensionalen Vektorraum Basisvektoren einführen kann. Also in einem n-dimensionalen Vektorraum müssen je n plus 1 Vektoren stets linear abhängig sein. Wir betrachten jetzt n plus 1 Vektoren. Den Vektor A-Pfeil und dann die Vektoren G1-Pfeil, G2-Pfeil bis Gn-Pfeil. Das sind n Vektoren und der eine Vektor A noch dazu. Und da können wir also eine derartige lineare Relation aufstellen wie hier. Und wir wissen, weil der Vektorraum n-dimensional ist, dass diese n plus 1 Vektoren stets linear abhängig sein müssen. Also diese Relation mit so Koeffizienten, schreiben wir auf Lambda mal A Pfeil plus Alpha 1 G1 Pfeil plus bis Alpha n Gn-Pfeil ist gleich dem Nullvektor. Diese Relation, nachdem das ja n plus 1 Vektoren sind, muss sich
so realisieren lassen, dass nicht alle Koeffizienten 0 sind. Weil sie müssen ja linear abhängig sein, diese n plus 1 Vektoren. Und da sei es so, so habe ich jetzt die Bezeichnung gewählt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass dieses Lambda ungleich 0 ist. Wenn es bei einem anderen von den Vektoren ist, muss man es halt so umbezeichnen, dass das wieder so rauskommt. Und wenn das also so ist, dann können wir durch Lambda durchdividieren und wir können dann entsprechend diesen Vektor A-Pfeil ausdrücken. Wir dividieren alles durch Lambda durch, da steht dann A-Pfeil plus Alpha 1 durch Alpha 1 durch Lambda mal G1-Pfeil und so weiter bis Alpha n durch Lambda mal G1-Pfeil gleich 0. Und diese ganzen Vektoren schaffe ich auf die andere Seite und wir erhalten dann, dass das A-Pfeil gleich ist minus Alpha 1 durch Lambda mal G1-Pfeil plus minus Alpha n durch Lambda mal G n Pfeil. Sehen Sie das? Durch Lambda durchdividiert, bleibt der A-Pfeil und dann mal Alpha 1 durch Lambda bis Alpha n durch Lambda und die schaffe ich auf die andere Seite und kriege das in dieser Weise. Naja, so ist es ein bisschen unübersichtlich. Jetzt machen wir eine Bezeichnung. Diese minus Alpha I durch Lambda, die nenne ich gleich AI. Und dieses I steht jetzt oben und ist kein Exponent. Das kommt jetzt erstmals vor. Damit werden Sie schnell zu leben lernen. Sie werden sehen, das ist durchaus machbar. Aber jetzt ist gut, wenn Sie eben auch selber mitschreiben, weil von jetzt ab kommt es darauf an, dass Sie sich anschauen, wo eben die Indizes stehen. Das nennen wir A oben I. Wir sagen nicht A hoch I, denn das wäre zu suggestiv, dass man glaubt, das ist ein Exponent. Die i-te Potenz ist es aber nicht, es ist ein A oben I. Einfach eine Schreibweise. Und mit dieser Schreibweise lässt sich jetzt dieser Vektor A-Pfeil schreiben als A-Pfeil ist gleich Summe, I ist gleich 1 bis n, A oben I, G unten I-Pfeil. Schauen wir noch, dass Ihnen das klar ist. A1 G1-Pfeil plus A2 G2-Pfeil plus das zweite AN GN-Pfeil. A-Pfeil ist gleich A1 G1-Pfeil plus und so weiter AN GN-Pfeil. Denn das A oben N ist minus Alpha N durch Lambda. Genau das. Also diese Ausdrücke hier, das sind diese A oben I. So etwas wird in weiterer Folge sehr häufig vorkommen. Und damit man dann nicht ewig mit den Summen herumspielen muss, macht man es so, dass man sie einfach weglässt. Man schreibt es dem Einstein zu, der sich mit diesen Dingen im Zusammenhang mit der allgemeinen Relativitätsmechanik sehr ausführlich beschäftigt hat. Der musste das ja selber lernen. Letzten Endes ist das im Rahmen der Riemannschen Geometrie entstanden und die war schon seit 1860 oder sowas. Ich glaube, der Riemann hat um die Zeit herum seinen Habilitationsvortrag gehalten zu dem Thema. Aber der Einstein hat also da schon viel vorgefunden, aber seine große Leistung war, dass er diese Dinge aufgegriffen hat und erkannt hat, dass man das also verwenden kann. Und da hat er sich dann das Leben leichter gemacht und hat diese Summen weggelassen. Und so schreibt man, A-Pfeil ist gleich
A oben I, G unten I Pfeil. Und hier haben Sie, kann ich Ihnen schon vorweg sagen, obwohl ich Ihnen noch längere Zeit nicht erklären kann, was wirklich unter einem Tensor zu verstehen ist, haben Sie schon eine Tensorgleichung stehen. Und die Regel, die man hier anwendet, ist, wenn in einem Produkt ein oberer Index und ein unterer Index übereinstimmen, das sind beide i, dann wird von 1 bis zur Dimensionszahl über diesen Index summiert. Das heißt, das ist eben a1g1-Pfeil plus a2g2-Pfeil plus a3g3-Pfeil bis n, so wie ich es ja hier oben aufgeschrieben habe. Die Einsteinsche Summationskonvention. Und man schreibt, macht natürlich auch Bezeichnungen. Das A-Pfeil brauche ich nicht bezeichnen, das wissen Sie schon, das ist der Vektor. Die AI nennen wir, und das bitte ich Sie jetzt einfach zur Kenntnis zu nehmen, wir setzen jetzt ein Puzzle zusammen. Ich lege jetzt der Reihe nach verschiedene Puzzlesteine auf und in gar nicht so langer Zeit werden Sie auf einmal ein schönes Puzzle sehen. Es geht, glaube ich, nicht anders, deswegen muss ich Sie hier an manchen Stellen um Geduld bitten. Die kontravarianten Komponenten von A des Vektors A und die GI-Pfeil sind die kovarianten Basisvektoren. Sie können sich merken, für das Weitere, das ist so eine ganz einfache Regel, wie man sich das merkt, immer wenn der Index oben steht, ist die große Kontravariant. Wenn er unten steht, ist sie Kovariant. Was das mit Variant im Sinn von variieren zu tun hat, das braucht noch ein bisschen. Das hängt mit dem Transformationsverhalten zusammen. Und das Verhalten bei Transformationen ist der entscheidende Kernpunkt bei der Tensorrechnung. Es kommt dann letztlich heraus, ein Tensor ist etwas, was sich richtig transformiert. Und zwar so, wie man es haben möchte, damit es eine sinnvolle physikalische Größe ist. Das war jetzt ein bisschen nebulos gesagt, ich weiß. Aber es ist ein bisschen motivierend sein, dass Sie das Gefühl haben, da wird schon was draus. Und es wird auch. Also, was bedeutet das anschaulich? Wiederum, anschaulich kann man sich's am besten vorstellen, indem man zu kleinen Dimensionszahlen übergeht. Also, angenommen, n ist gleich 2. Also, wir nehmen einen zweidimensionalen Vektorraum an. Dann lässt sich das, diese Formel a ist gleich ai gi, so wie sie ist, sofort anwenden für zwei Dimensionen. A Pfeil ist gleich a1 g1 Pfeil plus a2 g2 Pfeil. Sie sehen, so eine Tensorgleichung, so habe ich es ja genannt, und ich bitte um Entschuldigung, ich erkläre noch nicht, was ein Tensor ist und werfe schon mit diesem Begriff um mich. Dann kann man sich schon rechtzeitig daran gewöhnen, dass wenn wir dann auch wissen, was ein Tensor ist, stellen Sie voller Freude fest, natürlich, das waren ja alles schon Tensorgleichungen. Naja, also so eine Tensorgleichung beinhaltet im Allgemeinen gar keine Information über die Dimensionszahl. Das kann für 2, 3, 4 Dimensionen, lass uns halt das i weiterlaufen. Wenn es fürs vierdimensionale ist, dann ist a1g1-Pfeil plus a2g2-Pfeil plus a3g3-Pfeil plus a4g4-Pfeil. Die gleiche Gleichung stellt das dar. Es gibt eine wichtige Ausnahme, über die wir später sprechen werden, wo auch so Indexgleichungen sozusagen eine eingebaute Dimensionszahl haben. Aber in der überwiegenden Zahl aller Fälle sind diese Tensorgleichungen nicht an die Dimensionszahl gebunden.
Das ist, wenn ich das sagen darf zwischendurch, damit ich es ein bisschen aufheitere, weil das Ganze ist ja recht fadfürchtig, ist so wichtig bei der Relativitätstheorie. Weil da hat ja Einstein zunächst die wichtige Idee gehabt, dass man nicht dreidimensional, sondern vierdimensional rechnen soll, dass man die drei Ortskoordinaten und die Zeit in ein vierdimensionales Kontinuum zusammenfasst. Und wenn man das geschickt baut, kriegt man eine super elegante Darstellung, wo diese Raumkoordinaten und die Zeitkoordinate weitgehend gleichwertig nebeneinander vorkommen. Eine tolle Geschichte. Und da zeigt sich also, solche Gleichungen gehen nicht nur für zwei oder drei Dimensionen, sondern gleichermaßen auch für vier Dimensionen. Und so kann man dann zum Beispiel auch eine Krümmung, da sind wir noch weit nicht dort, eine Krümmung mit derartigen Gleichungen darstellen. Und das geht dann auch für vier Dimensionen. Und da kann man dann auch ein gekrümmtes, vierdimensionales Kontinuum betrachten. Kein Schwein kann sich das vorstellen. Auch der Einstein hat sich das nie vorgestellt. Kann er nicht. Das kann ein Mensch nicht. Man kann sich höchstens bis zwei Dimensionen vorstellen. Eine Kugeloberfläche. Das ist ein gekrümmtes Kontinuum. Ein zweidimensionales Kontinuum mit einer bestimmten Krümmung. Wir können uns das vorstellen, weil wir noch dreidimensional denken können und das krümmt sich ins Dreidimensionale hinein. Schon einen dreidimensionalen Raum können wir uns nicht mehr gekrümmt vorstellen. Nun schon gar nicht an vierdimensionalen, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem hat er dann das Modell gewählt, dass man in der allgemeinen Relativitätsmechanik ein vierdimensionales, gekrümmtes Raumzeitkontinuum betrachtet. Und die Stärke der Krümmung hängt zusammen mit der Massen- und Energiedichte an den einzelnen Punkten im Raum. Und wenn wo ein schwarzes Loch ist, dann kriegt es einen richtigen Täpscher und daher werden in dieses Loch dann alles hinein. Das ist jetzt Schluss damit. Ich wollte nur erklären, wieso das so praktisch ist, dass solche Beziehungen sich dimensionsunabhängig darstellen lassen. Mehr wollte ich jetzt gar nicht machen. Und es wäre jetzt falsch, in Ihnen so Erwartungen zu erwecken, dass wir in 3 Stunden schon allgemeine Relativitätstheorie machen. Da fehlt schon einiges dazu. Aber wir sind am Weg dahin. Und ich möchte Ihnen eben überschaubar und aus Ihrer jetzigen Situation herkommen, diesen Weg zeigen. Also, so schaut es aus, wie man einen Vektor darstellen kann. Und bei 2 Dimensionen, was bedeutet das jetzt? Wenn Sie da so die Basisvektoren haben, vielleicht ist das G1 Pfeil und das ist G2 Pfeil, kovariante Basisvektoren, Index unten. Und jetzt betrachten Sie den Vektor A, der schaut halt so aus zum Beispiel, den Vektor A-Pfeil, und der ist jetzt ein Vielfaches von A1, G1, plus ein Vielfaches von G2. Da hier ist der Vektor A1, G1-Pfeil, da hier ist der Vektor A2, G2-Pfeil und die Summe der beiden macht den Vektor A. Das ist Ihnen durchaus verständlich. So geht man vor, wenn man eine Basis hat und auf die Basis bezieht man sich bei der Beschreibung eines Vektors. Nur bisher werden Sie praktisch immer automatisch davon ausgegangen sein, solche Basen sollen natürlich gewisse Eigenschaften haben. Diese Basisvektoren sollen alle die Länge 1 haben. Und die sollen alle schön senkrecht aufeinander stehen. Derartige Vereinfachungen wollen wir generell nicht machen, weil sich in weiterer Folge herausstellt, wenn die Probleme etwas komplizierter werden und man dann die Koordinaten und die Basisvektoren
an das jeweils vorliegende physikalische Problem optimal anpassen möchte, dass es dann nicht praktisch wäre, immer nur diese stets aufeinander senkrechten Basisvektoren mit Länge 1 zu betrachten. Und damit wir uns das nicht von vornherein verbauen, wollen wir diese Allgemeinheit beibehalten und also ganz generell Vektorbasen betrachten, die nicht alle Vektoren, wir brauchen durchaus die Basisvektoren nicht die Länge 1 haben. Was die Länge ist, haben wir uns da oben schon angeschaut. Und sie brauchen auch nicht aufeinander senkrecht stehen. Natürlich, ein bisschen was wollen wir schon haben. Es dürfen zum Beispiel die beiden nicht parallel zueinander sein. Ja, sonst spannen sie die Ebene gar nicht auf. Also wenn man das alles wieder akkurat macht mit der mathematischen Beschreibung, muss man dann noch hinzufügen, es müssen diese beiden Vektoren linear unabhängig sein, denn wenn sie linear abhängig wären, wären sie ja parallel und das sind ja keine geeigneten Basisvektoren. Aber das ist uns ja eh klar. Niemand wird auf die Idee kommen, dass er zwei Basisvektoren parallel zueinander legt. Dann kann er natürlich nichts aufspannen damit. Aber das sehe ich also als selbstverständlich an. Und da fährt man generell in den Naturwissenschaften gut, obwohl man sich schon manchmal ein Schiefer einziehen kann, wenn man nicht aufpasst, dass man solche Sachen einfach als gegeben und selbstverständlich annimmt. Gut, also, damit haben Sie jetzt diese Darstellung mit den Komponenten. Und jetzt geht's natürlich darum, dass wir uns anschauen, wie wir das, was wir da bisher hatten, diese Verknüpfungen von Vektoren mit Skalaren und Vektoren untereinander, wie man das entsprechend jetzt mit Komponenten darstellen kann. Weil jetzt überlegen Sie, was wir jetzt erreicht haben. Wenn wir uns eine Vektorbasis vorlegen, in irgendeiner Weise, aber dann fest, die sind jetzt da, das ist unsere Basis, dann können wir jeden beliebigen Vektor in der Ebene, die von dieser Vektorbasis, wenn es dreidimensional ist der Raum und mehr kann man sich nicht vorstellen. Also alle Vektoren kann man dann so darstellen, dass sie mit Hilfe ihrer Komponenten auf diese Basisvektoren bezogen werden. Und bei bekannter Vektorbasis reicht die Angabe dieser Komponenten A oben I, um den Vektor in allen seinen Details anzugeben. Dann kennt man den Vektor, wenn man nur seine Komponenten kennt, in Bezug auf eine vorgegebene Vektorbasis. Ich glaube, jetzt verstehen Sie. Na, jetzt wollen wir aber auch wissen, wir haben ja gestern, also das letzte Mal nicht gestern, vor einer Woche, schon gesprochen über die Verknüpfungen. Jetzt schauen wir an, wie schaut denn das aus? Was ist, wenn wir also jetzt eine Summe von Vektoren betrachtet? Na, da haben wir A-Pfeil plus B-Pfeil. Naja, und jetzt schreiben wir die so auf, den Vektor A und den Vektor B, natürlich beide bezogen auf die gleiche vorgegebene Vektorbasis. So haben wir also AI GI Pfeil plus AJ GJ Pfeil. Dann da so Summationsindizes, wie wir die nennen, vorkommen. Das ist ein Summationsindex, weil über ihn summiert wird. Und das ist der Fall, weil einer oben und einer unten steht und sie gleich sind. Wenn da ein paar so Summationsindexpaare vorkommen, wenn es jetzt sein muss, bezeichnet man die anders. Ist ja auch wurscht, weil Summe i gleich 1 bis n oder Summe j gleich 1 bis n ist ja dasselbe. Es ist immer von 1 bis n. Was wollten Sie fragen? Natürlich. Entschuldigen Sie. Ja, ja, klar. Es sind jetzt zwei Vektoren. Der eine hat die Komponenten ai, der andere hat die Komponenten bi. Ja, das ist, entschuldigen Sie. Aber Gott sei Dank, jetzt könnte ich natürlich sagen, das tue ich nur, um aufzupassen, ob Sie auch wirklich dabei sind. Aber ich habe mich wirklich geirrt. Also, da schreibe ich halt jetzt je, um ja irgendwelche
Irrtümer zu vermeiden. Was es bedeutet, ist in der Langschrift geschrieben und heute halt einmal für drei Dimensionen, das kann man sich ja schön vorstellen. A1 G1 Pfeil plus A2 G2 Pfeil plus A3 G3 Pfeil, das ist die eine Geschichte, plus B1 G1 Pfeil plus B2 G2 Pfeil plus B3 G3 Pfeil. Und das kann man natürlich jetzt umordnen. Die mit G1 fasst man zusammen, die mit G2 und die mit G3. Und dann haben wir also A1 plus B1 mal G1 Pfeil plus A2 plus B2 G2 Pfeil plus, die sind immer gut ausgehen, A3 plus B3 mal G3 Pfeil mit Mühe und Not. Nun, das lässt sich dann natürlich schreiben als AI plus BI GI Pfeil. Und das heißt, über den Umweg gezeigt, man kann tatsächlich da diese GI herausheben, da muss man aber dann den Index wirklich auch gleich I setzen und man kriegt diese Beziehung heraus. Und das sind jetzt die Komponenten des Summenvektors. Und das entspricht genau dem, was Sie kennen. Dass eben, wenn man die Summe zweier Vektoren betrachtet, dass dann die Komponenten des Summenvektors gleich sind den jeweiligen Summen der einzelnen Komponenten. Wenn der eine Vektor die Komponenten A1, A2, A3 hat, der andere B1, B2, B3, dann hat der Summenvektor die Komponenten A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Nichts Neues. Gott sei Dank. Je mehr alles so zusammenpasst, desto weniger muss man neu überlegen. Das geht also in der Allgemeinheit eines beliebigen Vektorbasissystems ohne Probleme. Und auch beim Produkt eines Skalars und eines Vektors. Produkt Skalar mit Vektor. Da ist es noch einfacher. Da können wir also schreiben Alpha mal A Pfeil. Ein Skalar Alpha wird multipliziert mit einem Vektor A-Pfeil. Naja, und da schreiben wir natürlich Alpha mal, und dieses A-Pfeil ist wieder AIGI-Pfeil, A oben I, G unten I-Pfeil. Ich glaube, Sie schnuppern schon, es kommt jetzt immer darauf an, dass der Index auch richtig steht, ob er oben oder unten ist. Denn wenn auf einmal beide unten sind, dann stellt sich also jemanden, der mit der Tensorrechnung schon ein bisschen vertraut ist, stellen Sie gleich alle Haare auf. Sowas kann nicht sein. Das ist also völliger Unsinn, wenn die noch dazu gleich sind nämlich. Es muss einer oben und einer unten sein. Dann bedeutet es, dass darüber summiert wird. Ja, weil das ist, weil ich da schon keinen Platz mehr gehabt habe. Das ist natürlich eine schlechte Ausrede, natürlich. Nicht? Also völlig richtig, natürlich. Ja. Aber ich glaube, Sie sehen schon, das ergibt sich durchs Ausrechnen sofort. Aber danke, dass es Ihnen aufgefallen ist. Na schauen Sie, jetzt haben wir da Alpha mal A oben I, G unten I, Pfeil. Schreiben wir es halt aus. Dann haben wir Alpha mal A1 G1 Pfeil plus A2 G2 Pfeil plus A3 G3 Pfeil. Und da kann man natürlich, das ist ja ganz eine normale Beziehung, das Alpha hinein multiplizieren und da dann Alpha A1 G1 Pfeil plus Alpha A2 G2 Pfeil plus Alpha A3 G3 Pfeil. Und das bedeutet also, das ist
Alpha mal AI mal G unten I-Pfeil. G unten I-Pfeil, bitteschön. Und Sie sehen, wenn man einen Vektor mit einem Skalar multipliziert und der Vektor hat die Komponenten AI, dann sind die Komponenten dieses multiplizierten Vektors einfach Alpha mal AI. Das ist Ihnen auch bekannt. Auch nichts Neues. Und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich denken, das ist eh alles dasselbe. Was erzählt uns der? Hätte er sich gleich sparen können? Es kommt eh alles gleich heraus. Denn sind halt die Basisvektoren ein bisschen anders, ein bisschen allgemeiner. Aber wen stört's? Es kommt eh gleich heraus. Aber ganz gleich wird's doch nicht. Und das werden wir jetzt im letzten Teil des heutigen Tages besprechen, und zwar das Skalarprodukt. Wir hatten jetzt die Summe zwei Vektoren, wir hatten die Produkte eines Skalars mit einem Vektor, jetzt kommt das Skalarprodukt. Leider Gottes fährt die nicht mehr auf und ab, diese dritte Tafel. Das wird Ihnen eh bekannt sein. Also, A-Pfeil, Skalar mit B-Pfeil. Na, da kann ich natürlich wieder so schreiben, wie wir es jetzt immer gemacht haben. Für A-Pfeil schreiben wir A oben I, G unten I-Pfeil. So haben wir ja den Vektor A-Pfeil dargestellt. Steht da irgendwo, aber jetzt habe ich das natürlich nicht mehr sichtbar. Kommt schon? Immer noch nicht. Nein, das ist blöd. Sie können sich eh erinnern. Und dann Skalar multipliziert mit B, jetzt schreiben wir je, G, je Pfeil. Da muss man das auf jeden Fall so machen, weil da wird ja multipliziert. Und in einem Produkt dürfen zwei gleiche Indizes nur einmal vorkommen. Denn über was summiert man denn sonst? Das ist Summe über I und dann später mal Summe über J, das läuft extra. Das heißt, da muss man dann aufpassen, dass es so ein Indexpaar, so Summationsindizes, das ist ein anderes Indexpaar. Die laufen separat, Summe I gleich 1 bis N. Diese Faulheit dieser Summationskonvention bringt natürlich mit sich, dass man wie ein Haftelmacher aufpassen muss, dass man also diese Dinge nicht durcheinander bringt. Aber Sie werden sehen, das lernen Sie relativ rasch und zwar durch Gewohnheit. Aber ich möchte es Ihnen und mir jetzt antun, das einmal richtig aufzuschreiben. Denn wir stehen also jetzt an der Kippe dazu, dass Sie lernen, was der so berühmte Metrichtensor bedeutet. Den werden wir jetzt kennenlernen. Und damit das nicht irgendwo in der Luft hängen bleibt, rechnen wir es so richtig langweilig durch. Also, steht da. A1 G1 Pfeil plus A2 G2 Pfeil plus A3 G3 Pfeil. Ich rechne es halt dreidimensional durch. Das ist keine Beschränkung, aber wenn ich mehr mache, es wird auch nicht anders, nur wird es noch viel länger und mühsamer. Mal B1 G1 Pfeil plus B2 G2 Pfeil plus B3 G3 Pfeil. Ist gleich. Naja, und jetzt machen wir uns das zunutze, was wir letzte Woche alles am Anfang schon besprochen hatten, dass es da assoziativ und distributiv Gesetze gibt. Man kann da richtig schön hineinmultiplizieren. Also wie machen wir das? Nehmen wir zum Beispiel das erste daher und multiplizieren das der Reihe nach mit der zweiten Klammer. Dann haben wir A1. Ist das noch? Jetzt geht's wieder. A1, B1, G1 Pfeil, Skalar
Mit G1-Pfeil. A1, B1, G1-Pfeil, G1-Pfeil. Jetzt machen wir das mit dem zweiten. Plus A1, B2. G1-Pfeil, C2-Pfeil. Plus. Und jetzt haben wir dann A1, B3, G1-Pfeil, G3-Pfeil. G1 Pfeil, G3 Pfeil. Aber das ist erst ein Drittel von der Mühe. Denn jetzt müssen wir dasselbe mit dem zweiten machen. Plus. Aber einmal tun wir uns das an. A2 wird es mit denen allen. A2 B1. Und dann haben wir G2 Pfeil, G1 Pfeil. Plus A2 B2. A2 B2. G2 G2. Plus und letztlich A2 B3. G2 Pfeil, G3 Pfeil. Aber jetzt, das ist der Zusammen noch, dann haben wir es. Plus, jetzt den dritten mit den allen. A3 B1, G3 Pfeil, G1 Pfeil. A3 B1, G3 Pfeil, G1 Pfeil. Plus, A3, B2, G3 Pfeil, G2 Pfeil, plus letztlich A3, B3, G3, G3. A3, B3, G3 Pfeil, Skalar mit G3 Pfeil. Und Sie sehen, das ist relativ aufwendig. Und das wird nicht so einfach, wie Sie es sich vielleicht erhofft hatten. Weil da kennt man doch die Geschichte des Skalarprodukts zwei Vektoren A und B. Das ist A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Jetzt steht da so ein Moloch da. Und da stehen lauter so Skalarprodukte drinnen. Skalarprodukte der Basisvektoren untereinander. Und nachdem wir ja über diese Skalar, über diese Basisvektoren nichts Besonderes vorausgesetzt haben, jedenfalls nicht, dass sie senkrecht aufeinander stehen müssen und auch nicht, dass sie die Länge 1 haben müssen, sind das lauter Größen, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Aber die sind für ein vorgegebenes Basisvektorsystem dann immer dieselben. Weil es kommen immer dieselben Basisvektoren vor, solange sie keine Transformation durchführen. Und das tun wir vorläufig noch nicht. So sehen Sie also, wir haben hier 9 Größen. Von G1 mal G1 bis G3 mal G3. Um das einfacher schreiben zu können und um sich überhaupt das Leben zu erleichtern, verwendet man jetzt eine weitere Vereinfachung. Wir machen eine Bezeichnung. Wir nennen GIJ gleich dem Skalarprodukt des Iten mit dem jeden Basisvektor. GIJ ist eine doppelt indizierte Größe. Siehe da, sowas kommt auch schon vor. Das ist dann ein Tensor zweiter Stufe, wie Sie später sehen werden. Also wir arbeiten ab jetzt mit Tensoren, aber Sie wissen noch nicht, wieso. Das kommt dann schon noch. Wir haben ein Puzzle. Ich setze Ihnen dieses Puzzle schon zusammen. Aber wir müssen irgendwie dorthin kommen. Niemand kann das Puzzle sofort hinlegen. Man muss halt schrittweise alles aufbauen, bis das ganze Bild dann dasteht. Das nennen wir die Metrikkoeffizienten. Und weil das ein sperriges Wort ist, sage ich gleich dazu den Metriktensor.
Da würde jetzt natürlich mit vollem Recht ein Mathematiker sagen, Herr Kollege, das können Sie doch nicht machen. Sie haben doch gar nicht erklärt, was ein Tensor ist und jetzt nennen Sie das Metriktensor. Ich tue es aber. Weil in weiterer Folge wird es dann so eingeübt, das ist die Matrix der Metrikkoeffizienten, anstatt zu sagen, das ist der Metriktensor. Aber nach ein paar Stunden wissen Sie, wieso das ein Tensor ist. Und dann wird das alles sofort übersichtlich. Also, da kommt jetzt gleich etwas ganz Wichtiges, was ich also erfahrungsgemäß dann in der Vorlesung tausende Male sage. Die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der Basisvektoren. Der Metriktensor beschreibt die Basis. Wenn man eine Basis vorgibt, so wie zum Beispiel da diese zwei Vektoren, dann wird ja durch die Lage der Vektoren gegenseitig und durch die Länge der Vektoren werden auch alle diese Skalarprodukte vorgegeben und alle diese Skalarprodukte zusammen bilden eine Matrix und die nennt man den Metriktensor. Also die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der Basisvektoren. Wähle ich eine andere Basis, dann hat der Metriktensor dann auch andere Komponenten. Er ist charakteristisch für die jeweils gewählte Vektorbasis. In dem Sinn erübrigt sich es zu fragen, auf welcher Basis er sich bezieht. Natürlich auf die Basis der GI-Pfeil, aber indem es der Metriktensor ist, sind diese Komponenten GIJ eben die Skalarprodukte aller Basisvektoren untereinander. Na, wozu tut man das? Na, sehr einfach, weil dann kann man dieses Skalarprodukt sehr einfach schreiben. Damit erhält man nämlich das Skalarprodukt A Skalar mit B als G unten IJ, die Indizes stehen alle unten. Das ist das nächste, wo es einem Tensorrechner die Haare aufstellt, wenn das Index I da unten und da oben stehen würde. Das darf nicht sein. Das muss zusammenpassen. Und so ist es also hier G IJ und dann mal AI BJ. Das ist jetzt eine Doppelsumme. I von 1 bis 3 oder N, J von 1 bis 3. Und da, das muss dann schon langsam in Ihren Denkvorgang so Eingang finden. Wenn Sie so etwas sehen, dann entsteht vor Ihrem geistigen Auge eine größere algebraische Gleichung. G11a1b1 plus G12a1b2 plus G13a1b3 plus G21a2b1 plus G22a2b2 plus G23a2b3 und so weiter bis G33a3b3. Genau das steht hier. Das, was ich da eingeringelt habe, das sind diese Komponenten des Metriktensors. Und die alle miteinander als ganze Matrix betrachtet, bezeichnen wir wieder etwas schlampig als den Metriktensor. Obwohl es eigentlich nur die Komponenten des Metriktensors sind. Aber das fügt, sagt man oft so ähnlich, wie man auch oft sagt, die AI, das ist der Vektor A-Pfeil, obwohl es nur die Komponenten des Vektor A-Pfeils sind. Aber wenn man weiß, was gemeint ist, kann man sich auch so ausdrücken. Naja, und damit, und das kann ich gerade noch heute unterbringen, können wir sofort ein paar Sachen ausrechnen. Das steht dort oben schon. Zum Beispiel die Länge des Vektors. Wo ist sie? Wo habe ich die Länge des Vektors? Da oben ist die Wurzel aus A Pfeil mal A Pfeil. Also, damit die Länge des Vektors A Pfeil, schreibt man so mit Betragstrichen, ist die Wurzel aus, ich schreibe es noch einmal ab, A Pfeil, Skalar mit A Pfeil. Nun, das können wir jetzt mit Hilfe dieser Beziehung für das Skalarprodukt
sofort ausschreiben. Das ist die Wurzel aus G, I, J, A, I, A, J. Und Sie sehen, dass mit Hilfe dieses Metriktensors man die Länge eines Vektors bestimmen bzw. messen kann. Metriktensor misst die Länge eines Vektors, weil mit Hilfe dieses Metriktensors hier die Länge des Vektors a berechnet werden kann, wenn man nur die Komponenten des Vektors a in Bezug auf die Vektorbasis, auf die sich der Metriktensor bezieht, kennt. Also wenn ich Sie frage, und sowas tue ich manchmal bei den mündlichen Prüfungen, wenn man von einem Vektor a-Pfeil seine Komponenten a, i kennt, in einer allgemeinen Basis, wie kann man dann die Länge des Vektors ausrechnen? So, indem Sie die Wurzel aus G, I, J, A, I, A, J bilden, also G1, 1, A, 1, A, 1 plus G1, 2, A, 1, A, 2 und so weiter bis G3, 3, A, 3, A, 3. Und dann haben Sie die Länge. Wunderbar. Aber das ist natürlich ein bisschen komplizierter als das, was Sie bisher kannten. Denn da haben Sie gesagt, die Länge eines Vektors ist die Wurzel aus, das haben wir da auch, aber nur A1² plus A2² plus A3². Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, denn da ist eine Doppelsumme drinnen. Aber dafür ist es auch allgemeiner, weil wir das mit diesen allgemein liegenden Basisvektoren machen können. Sie verstehen also jetzt hoffentlich, warum man diesen Metriktensor Metriktensor nennt. Weil er dazu dient, die Länge eines Vektors zu bestimmen, zu berechnen, also zu messen. Und nächste Woche ist keine Vorlesung, aber die Woche drauf ist wieder eine Vorlesung und da werden wir dann noch Näheres über die Basisvektoren besprechen und die physikalischen Komponenten. Aber ich glaube, Sie haben schon ein bisschen was dazugelernt und jetzt ist es auch neu geworden. Dankeschön.